Und das Ruhrgebiet ist heute das Armenhaus Europas. Und ich hätte es mir gewünscht, diese Auftaktveranstaltung in der Stadt durchzuführen, in der Stadt, in der Jörg Meuthen geboren ist und seine Kindheit verbracht hat und in der ich nun schon seit über 30 Jahren lebe, in Essen. Und wir haben wirklich alles getan, um eine große Halle zu kriegen. Wir haben vorgehabt, eine Veranstaltung für mindestens 1000 Leute dort durchzuführen. Und glaubt mir, das hätten wir da auch geschafft, im größten Ballungsraum Europas. Aber wir hatten keine Chance. Wir kriegen keine Hallen. Und die Argumentation ist ganz einfach. Die Hallenbetreiber sagen uns, wenn wir euch reinholen, hauen die uns die Halle kaputt. Das haben wir von der Polizei, das haben wir schriftlich. Wir machen das nicht. Im Ruhrgebiet wird es in den nächsten 7 Wochen nicht eine einzige große Veranstaltung geben. Keine. Und so sieht es auch in fast allen großen Städten aus. Ich habe gerade gehört, Stuttgart, auch in Stuttgart wird keine große Veranstaltung stattfinden. Wir werden behindert, wir werden fertig gemacht, überall. Und ich habe das hier, Deutschland, ich habe das mal für das demokratischste Land der Welt gehalten. Was ist aus unserer Heimat geworden? Was ist aus unserem Land geworden? Die Grundregeln der Demokratie sind nicht mehr möglich. Man kann auch nicht mal Wahlkampfveranstaltungen durchführen. Vor 2 Jahren hatten wir dasselbe Spiel gehabt in NRW, in Essen. Und da hatten wir die Idee, dann gehen wir eben nach draußen. Ich bin ein großer Freund von draußen. Diese Veranstaltung draußen hat mich auch sehr enttäuscht. Da waren aus ganz Deutschland dann 400 Leute, aber aus Altenessen auf dem Markt, wo die Veranstaltung stattgefunden hat, waren genau ca. 10 bis 12. Ich kenne die da alle. 10 bis 12 Altenessen aus meiner Heimat haben den Mut gefunden, auf diesen Markt zu gehen und offen ihr Gesicht zu zeigen. Gewählt haben die AfD in Altenessen 12.000 Menschen. 12.000. Von diesen 12.000 haben keine 12 den Mut gehabt, ihr Gesicht zu zeigen. Meine eigene Mutter musste damals durch 3 Personenkontrollen, um auf den Markt zu kommen. So war der abgeschirmt. Die Polizei hat mit Handzetteln vor bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen gewarnt. Die Geschäfte wurden da teilweise geschlossen. So ein Angstklima wurde erzeugt. Und Wahlkampf, wie ich ihn kenne, mit einem Bierwagen, einem Grill und einem Hüpfburg, bei der AfD völlig ausgeschlossen. Wir werden in jeder Beziehung fertig gemacht, wir werden behindert. Was ist aus unserem Land geworden? Unsere Plakate, wenn wir die aufhängen, in die 24 Stunden hängen, dann haben wir schon Glück gehabt. Wir werden diffamiert. Es wird dazu aufgerufen, AfDler am Arbeitsplatz fertig zu machen. Es wird dazu aufgerufen, sich zum Gender-Gaga zu bekennen, sich zum Klimawandel zu bekennen und das von großen Firmen. Es gibt da die Charta der Vielfältigkeit, die Mitarbeiter unterschreiben sollen, damit man sicherstellt, dass sie die richtige Gesinnung haben in diesem Land. Man muss die richtige Gesinnung haben, sonst wird man fertig gemacht. Vor kurzem hat mir eine Kontrolleurin im Zug hat zu mir gesagt, wissen Sie, was mir passiert ist? Ich habe damals die 10 von ihrer Talkshow bei Plasberg, die habe ich geteilt, als Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Daraufhin wurde ich hier völlig kaltgestellt, ich habe eine andere Tätigkeit bekommen, weil die ein YouTube-Video von einer Talkshow mit einem AfDler geteilt hat. Viele sagen mir, ich like deine Artikel nicht, es ist gefährlich, mein Arbeitgeber überwacht alles. Ich frage mich, was ist aus diesem Land geworden? Die einfachsten demokratischen Spielregeln werden nicht mehr eingehalten. Und wo bleibt der Aufschrei der Demokraten? Also bei mir ist, glaube ich, bekannt, 6 Anschläge gab es mittlerweile auf mein Haus. Ich bin seit über 10 Jahren im Rat der Stadt Essen. Ich habe da, glaube ich, zu vielen ein gutes Verhältnis. Der Oberbürgermeister der Stadt hat zu dem Thema nicht ein Wort gesagt. Kein Wort des Bedauerns zu keiner Zeit. Und wir haben auch einen Vertreter im Rat der Stadt, der zu diesen sogenannten Clans gehört, mit dem Nachnamen Omeirat. Ratet mal, für wen der im Rat sitzt? Für die Grünen. Und ich habe da mal so aus Spaß gesagt, wenn dem Ahmed Omeirat, und ich mag es ihm nicht wünschen, weil er eigentlich ein netter Kerl ist, wenn dem auch nur annähernd so was passiert wäre wie mir, wie hättet ihr denn hier reagiert? Wir hätten Menschenketten gebildet, Lichterketten. Und das weiß jeder. Das weiß jeder. Ja, im Radio, wie gesagt, habe ich spannende Sachen gehört, außer von Mutmuskeln. Habe ich auch noch gehört, dass Putin Puppen hat. Das sollen wir sein. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
Jeder hat noch krasser. Also wir sind die Puppen Putins. Also ich weiß nur eins. Kein anderes Volk der Welt hat so unter dem Nationalsozialismus gelitten wie Russland. 28 Millionen Russen sind dort zu Tode gekommen. 28 Millionen. Und wir stehen zu dieser historischen Verantwortung. Und wir in der AfD, wir lieben das russische Volk. Ja, und dann habe ich wieder mal gehört, dass die AfD im Spendensumpf versinkt. Und da bin ich persönlich insolviert. Und deswegen ist es mir wichtig, da mal ein paar Worte zuzusagen. Im April 17, im Landtagswahlkampf, zwei Tage nachdem mein Haus zerstört wurde und das Auto meiner Frau, habe ich tatsächlich einen Anruf bekommen aus der Schweiz von einem Herrn Segert, der sich als Geschäftsführer der Gulag vorgestellt hat und er gesagt hat, dass er mich gerne unterstützen würde im Wahlkampf, in meinem Wahlkreis. Und ich brauchte nichts anderes tun, als eine Freistellungserklärung zu unterschreiben. Ihr alle kennt vielleicht freigestellte Bilder und um nichts anderes ging es. Ich habe die Rechte an meinem Gesicht freigestellt. Da konnte also mit dieser Freistellungserklärung mein Bild auf seine Plakate machen. Mehr ist da nicht passiert. Diesen ganzen Vorgang habe ich nie verschwiegen, habe ihn zu jeder Zeit offen dargestellt, genau so. Und 18 Monate, nachdem das alles offen war, kommt man jetzt darauf, dass das Ganze was Illegales ist und eine ganz schlimme Spendenaffäre und die ganze AfD im Spendensumpf versinkt. Feststellen tut das die Bundestagsverwaltung. Chef der Bundestagsverwaltung ist Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble ist der. Ja, wenn ich nicht persönlich so gefrustet wäre, würde ich auch lachen. Weil es hat tatsächlich einen gewissen Humor. Derjenige, der 100.000 Mark in echt in einem Koffer hatte, wo bis heute keinem verraten hat, wo die herkamen und wo die hin sollten, der Chef dieser Verwaltung, der jetzt feststellt, dass wenn man eine Freistellungserklärung unterschreibt, illegal Spenden beziehen würde. Also Leute, das ist lächerlich. Und das ist nichts anderes als ein übler Angriff auf uns. Das ist eine ganz miese Kampagne. Und diese Kampagne wird wie ein Bumerang zurückkommen. Denn die Leute sind nicht so blöd. So blöd sind sie dann doch nicht. Ich will noch mal ein kurzes Beispiel machen, wie die dann arbeiten. Da lese ich vor 3 Wochen, die Staatsanwaltschaft Essen hat Vorermittlungen im Fall Reil eingeleitet. Vorermittlungen. Also außer dem Prüffall bei Verfassungsschutz gibt es jetzt auch Vorermittlungen. Eine Woche später steht in der Zeitung, wieder Überschrift, erste Seite, Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen im Fall Reil ein. Ganz, ganz unten in dem Artikel steht dann drin, aber nicht gegen Guido Reil. Sondern gegen Unbekannt. Ich bin gespannt. Diese ganze Geschichte wird im Sande verlaufen und sie wird uns nur stärker machen. Denn wir sind wirklich die Einzigen, die keinen Dreck am Stecken haben. Und das werden wir ganz deutlich machen. Und wir werden es notfalls bis zum obersten Gericht durchklagen.